Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind jetzt bei Folge 41. Wir holen uns die sengenden Splitter. So. Tja. Na gut, holen wir erstmal den jungen Panther. Na, so viel Zeit muss sein. Mungubis. Okay. So, das haben wir gut. Ah, okay. Da sind sie. Da noch eine. Ja gut, 31. Das geht ja wirklich jetzt, ne? Aber das ist das, was ich meinte, wenn man dann nicht schnell genug nach Booty Bay reist oder Beutebucht, sind die Quests, die man an einem nehmen kann, schon grau. Und teilweise gibt es ja auch immer Folgequests davon. Daher muss man halt so schnell oder so früh wie möglich eigentlich nach dort unten reisen. Theoretisch wäre am besten gewesen, wenn wir schon das mit 30 gemacht hätten oder so. Ja, aber gut. Einen von 10. Was ich toll finde, hier gibt es immer massig Leder. Das finde ich wirklich ganz toll. Wenn wir haben, den wir haben. Ganz viel, aber schon, ne? 30, oh, gut. Ist gar nicht so groß, das geht, da ist auch noch einer. Wie die Panther da hinkommen, das weiß ich allerdings nicht. Oh gut, warum nicht? % haben wir. Wir können ja mal gucken, wenn wir den jetzt gekillt haben, wie viel Prozent wir dann haben. Also ungefähr 1% pro Mob. Das heißt, nach Adam Riese ungefähr, sagen wir, 80 Mobs. Wir sind wieder Level up. Ohne jetzt die Quest zu brechen. Die kriegen wir ja auch noch wieder. Also was wieder fixieren. Schon 3. Oh, das geht ganz gut hier. Da ist ja auch das der Flusskrokodil. Den können wir uns danach schnappen. Oder eventuell in der Respawn-Phase von den, wie heißen die? Basilisken. Bei Basilisken muss ich immer an Harry Potter denken. Die kann man doch schreckens. Habe ich auch gerne geguckt, Harry Potter. Ich glaube, es gibt so zwei Fraktionen, entweder Harry, oder drei vielmehr. Harry Potter Gucker, die Nicht-Gucker, die. Und die Leute, die sagen, wer ist denn das? Habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Ich habe gedacht, oh je. Ist nicht, was sie verpasst haben. Ich glaube, jetzt haben wir hier soweit alles abgefarmt. Da muss da irgendwann da sein. Aha. Da unten haben wir auch noch einen gesehen. So, sehr gut, sehr gut. So, noch eine. Schön, schön, schön. Das
Wetter ist momentan furchtbar. Und es regnet momentan fast nur. Ah, gut, aber manche sagen besser als Schnee und Eis. Obwohl ich mit Schnee und Eis auch kein Problem hätte. Ich finde mit Schnee und Eis immer recht schön, aber naja, gut. Aber ich habe gesehen heute Morgen in den Nachrichten, es soll wieder Mittwoch oder Donnerstag eventuell schneien bei uns. Lassen wir uns mal überraschen. Oh, Epix. Der wird mir schön zum Leder angezeigt. Auch nicht schlecht. Oh nein. Schon wieder Inventar voll. Oh nein. Schrott auch. Oh, ganz klar größere Taschen. So neu, also. Und irgendwann, ich glaube, danach müssen wir noch große Salzwasserkrokodile oder so. Und danach kommt dieser ganz große. Dieses ganz große Krokodil, was man killen muss. Ein weißer Alligator oder so. Das weiß ich als das Krokodil. Also auf jeden Fall so ein ganz großes Ding davon. Die Quest haben wir schon mal fertig. Irgendwie so, aber ich. Auf jeden Fall müssten wir. Ich weiß noch ungefähr, wo er war. Hier irgendwo lief er am Strand nämlich. Die anderen Krokodile waren hier ungefähr. Ja, hier sind wir, hier ungefähr. So. Ups. Was es allerdings nicht gibt, wo ich gerade so über Leder nachdenke, ist die Lederbuffs, glaube ich, ne? Lederbuffs auch schon, die Berufsbuffs gibt es nicht mehr. Wenn man zum Beispiel Kölnerei hat, dass man dann mehr kritische Trefferwertung hat. Oder bei Bergbau mehr Ausdauer. Das gibt es leider nicht mehr. Oder noch nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch in Draenor? Ich glaube auch nicht. Die haben auch irgendwas wieder geändert. Aber ich wüsste es jetzt nicht. Ich weiß, dass die diese Buffs abgeschafft haben, wie zum Beispiel beim Kräuterkundler diesen extra Lebensbuff da, womit man auch Tempowertungen eine Zeit lang bekommen hat. Und bei Schmied weiß ich gar nicht, Quatsch, nicht bei Schmied, hier bei Bergbau. Ich glaube, da hat man nichts, nur Ausdauer hat man bekommen. Das war mal ganz toll für die Tanks. Was gab es denn noch? Es gab noch irgendwelche Buffs, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Alles irgendwie schon so lange her. Damals, kurz bevor zu Laman, glaube ich, war das, kam, ja, noch irgendein Patch rausgebracht. Da hörte dann auch ein Freund von mir auf zu spielen. Er meinte, so will er nicht mehr spielen, weil da hatten die nämlich auch das Talentsystem umgestellt. Ja, dann hatten wir uns eine kleine Gruppe hatten wir gesucht, damals in der Klasse. Wir waren dann insgesamt, ich glaube, zu viert. Oder? Ja.
Zwei aus der Klasse, mein Bruder damals noch und ich. Und dann. Mein Bruder hat dann zwei, dreimal seinen Charakter geändert, weil er sich nicht sicher war, was er spielen wollte. Oh ja. War zuerst Priester, dann war er Schurke, dann war er Magier, dann war schlussendlich war er dann Hexenmeister. War ist er dann auch nicht lange geblieben und dann ist er dann irgendwann zum Jäger geworden. Ja, war schon lustig. Naja gut, und dann als dieser Patch kam, da war der, glaube ich, gerade was um die 20 oder 25. Dann meinte, nö, das will er nicht mehr, hört auf. Zack, war er weg. Dann waren wir dann nur zu dritt und der andere meinte, ja, ich weiß nicht. Dann eigentlich keine Lust. Zack, war er weg. Dann war ich nachher dann nur noch mein Bruder. Und der hatte auch, puh, ich glaube damals. Mit Kata hat er aufgehört. Ja, ungefähr so mit der Kata. Da hat er dann seinen Account verkauft. Dann war er auch weg. Und irgendwann, aber irgendwann fing er wieder an zu spielen. Ich dachte, oh, spielt er doch wieder. Und, dann hat er, ich glaube, 2 oder 3 auf 80 gebracht, oder 85. Ich glaube, 85 war es. Dann hört er wieder auf, dann fing er dann wieder an mit Mist auf Pandaria. Hat er dann 1 oder 2 auf 90 gebracht, oder 3 sogar auf 90 gebracht. Dann wieder aufgehört. Jetzt das letzte Addon, hat er, glaube ich, nur bis 2. Nee, bis 100 kann man. 95, glaube ich. Nee, von 90, ne? Ja, von 90. Und hat dann, glaube ich, 2 Level gespielt bis 92 oder so und dann hat er auch aufgehört. Naja, gut. Wenn ich so rückblickend gucke, gildentechnisch, haben fast alle, die damals mit uns, wenn Crusade gespielt haben, aufgehört. Da ist keiner mehr da. Ja, war schon Nacht. Die letzten. Nein, ich lüge, es sind immer noch zwei da, die immer noch spielen und immer noch fleißig raiden gern. Das sind Pärchen. Die haben nie wirklich, also die haben auch, ich glaube einer von denen oder beide sogar haben wir sogar mit Klassik damals angefangen. Die eine, die hatte dann aufgehört, kurz vor Burning Crusade und fing dann irgendwann wieder an. Die haben wir dann auch irgendwann kennengelernt, als wir dann in die Scherbenwelt kamen. Die haben sich dann in der Gilde kennengelernt, sich gut angefreundet, waren meistens immer im TS. Und irgendwann sind die dann zusammengekommen. Und sind immer noch zusammen. Fand ich auch eine lustige Sache. Spielten die beide am Anfang nämlich Jäger. Und irgendwann ist er dann Druide geworden. Und sie ist auch Druide geworden. Er ist allerdings Tank und sie ist der gute Moonkin. Damals. Dann hatten wir noch ein Pärchen. Die hatten sich auch über WoW kennengelernt. Aus Wien. Die sind dann auch irgendwann zusammengezogen. Beziehungsweise haben sie erstmal sind erstmal zusammengekommen, dann sind sie irgendwann zusammengekommen und dann haben die geheiratet. Und soweit ich weiß, sind die auch noch zusammen. Ja, ein richtiges Kupplerspiel hier. Ja. Ja gut, ne? Aber die haben teilweise so viel gespielt und so lange mit der ist immer zusammengegangen und gequatscht. Man lernt sich ja mit der Zeit irgendwie kennen. Und mit ein paar aus WoW haben wir uns damals auch getroffen. Wir waren dann einmal in Köln sind wir gefahren. Dann sind wir nach Berlin mal gefahren.
Ja, richtig viel, viel erlebt. War schon lustig. Wie gesagt, nachher ist dann alles auseinandergebrochen. Dadurch, dass viele aufgehört haben, dann auch viele dadurch keine Lust mehr hatten. So ein Rattenschwanz. Weil irgendwann hat man keinen Bock mehr. Dann hören alle auf, die man so kennt. Und viele haben das Spiel nachher eigentlich nur noch benutzt, quasi zum Chatten oder so. Und das Spiel lief eigentlich nur nebenher, weil man irgendwas dann zu tun hatte. Ja, so war das damals. So, das ganze Reden sind wir schon wieder bei 47%. Und die Taschen sind wieder proppevoll. Obwohl, da vorne ist jemand zum Verkaufen, dann brauche ich nicht wegschmeißen. Oh. Weil das ist besser. Verkaufen ist immer gut. Kaufen ist immer gut. Such dir was Bestimmtes. Und wir haben eine Quest abgeschlossen. Gut. Zinnerz. Zinnerz. Können wir auch brauchen. Ist auch futsch. Damit. So, gleich wegschicken. Quest. Können eure Reisen sicher sein? So, dann machen wir noch die Tiger-Quest hier zu Ende. Ich glaube, der Leichnam ist schon wieder. Nein, da hinten liegt er noch. So. Wenn der Charakter nicht das macht, was man will. Sehr gut. So, dann noch einen. Dann haben wir die auch schon fertig. Dann können wir hier gibt es auch die fiesen Schmierlappen von den Trollen. Und beim Gucken von letztem Mal hier ganzen WoW-Hörspiel und so habe ich auch noch eins gefunden. Das heißt der Boon. Kennen bestimmt auch ein paar Leute. Das war auch ganz lustig. Hier sind die fiesen Schmierlappen. Müssen wir Ohren sammeln, glaube ich, ne? War das? Ohren, ja. Okay, jetzt ist die Tasche wieder voll. Das ist ja scheiße. Ich glaube, wir sollten wirklich mal abgeben, Quests abgeben gehen. Was müssen wir denn? Ach so, Schlingband da Seite. Dann können wir nämlich die Tigerjagd abgeben. Ja, schon wieder 50% vom Level. Warum ist der denn so? Ach, der ist immer so langsam, wollte ich sagen. Nein, er ist aber ganz normal langsam. Den großen Tiger kann vielleicht noch verkaufen. Tja, das können wir verkaufen. Tiger vielleicht auch. So, 15 frei. Ja. Dann würde ich sagen, packen wir uns schnell, fliegen noch runter nach Beutebucht. Geben dann noch die zwei Quests. Oblong ab. Glaube ich ganz gut. Wie gesagt, Leder macht man hier ohne Ende. Wie viel haben wir denn mittlerweile wieder?
schnell. 50. Ich glaube, eben hat man geguckt, aber es war immer die 40 oder so. Ja, es geht immer, wie gesagt, ziemlich schnell. Gucken, ich habe gar nicht so die komischen Dinge hier. Davon habe ich Fälscher, einen habe ich. Ich meine, was haben wir hier? Na gut, den Farbstoff, das könnte auch 12 Stück davon, mein lieber Herr gesagt sein. Puh, 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 puh. 3 bis 30. Ja. Schwierig, schwierig. So. Ich weiß noch nicht, ob wir fliegen können, wenn wir gekommen sind. Nein, geht nicht. Schrott aber auch. Ja, man kann ja kein Leder liegen lassen. So. Ich sehe gerade, machen wir das so. Sehen wir uns in der nächsten Folge unten in Buerte Bucht wieder. Weil der Flug können wir uns dann, oder könnt ihr euch dann auch sparen. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge in Buerte Bucht dann. Dann auf Wiedersehen.